Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Donnerstag, der 22.02.2018 um 8:23 Uhr. Ich bin gestern irgendwann erst um 1 ins Bett gekommen, also relativ spät für meine Verhältnisse. Und dementsprechend spät bin ich aufgestanden. 37 hat der Wecker geklingelt und dann, ehe ich aus dem Bett war, war es um 8. Und ja, jetzt bin ich soweit. Ich werde heute wahrscheinlich mal wieder mit dem Zug fahren. Das heißt, ich laufe gleich zum Potsdamer Platz und nehme dann die RB10 Richtung, keine Ahnung wo, und steige in Spandau aus. Bin dementsprechend spät heute auch erst im Büro. Ich glaube, irgendwas so 8:30 Uhr, 9:30 Uhr, 9:45 Uhr. Dementsprechend spät kann ich auch erst gehen. Das heißt, der Stream heute wird tatsächlich erst um 20 Uhr losgehen und nicht um 19:30 Uhr wie am Dienstag. Ja, was gibt es zu erzählen? Sneak Preview ist heute nicht. Ich werde heute Abend ja streamen und außerdem ist noch Berlinale, das heißt, die Sneak Preview ist erst ab nächster Woche wieder. Ja, gestern nach der Arbeit habe ich mich mit Stefan getroffen. Wir waren bei Holiday on Ice, das war ganz witzig, also unterhaltsam. Jetzt nicht unbedingt das, was ich jede Woche einmal schauen möchte, aber war schon krass, was sie da für sportliche Hochleistungen hinkriegen. Einen Artist hatten sie da. Eiskunstläufer, Eisschnellläufer und ach, alles Mögliche. Also war schon schön anzusehen. Und wir hatten relativ gute Plätze. Also wir saßen zwar nicht ganz nah am Eis, aber das war auch okay, weil es gab zwischendurch auch mal ein bisschen Feuereinlage und die war bis zu uns nach oben ziemlich warm, fand ich. Das war echt krass. Ja, und danach waren wir noch in einem veganen Restaurant, wollten eigentlich noch was essen, aber irgendwie war die Küche doch früher zu als gedacht, weil es der Köchin nicht so gut ging. Und dann haben sie auch irgendwann relativ früh, ich glaube halb elf Feierabend gemacht, obwohl Öffnungszeiten bis 24 Uhr waren, aber naja, was soll's. Und ja, Stefan und ich haben gestern ein bisschen gequatscht und überlegt. Das Thema ist momentan, dass er für eine Weile oder für die nächste Zeit, zeitlich begrenzt haben wir das gar nicht, aber hier einzieht in die Wohnung. Also mein Ansatz ist natürlich da ein bisschen die Mietkosten zu sparen. Wie ihr wisst, ist die Miete in den letzten Jahren etwas angestiegen. 530 war, glaube ich, das Niedrigste, was ich hier bezahlt habe, warm, und jetzt sind es schon 700 €. Und ich würde dann dieses Zimmer, in dem ich jetzt gerade hier sitze, aufgeben. Und da würde dann Stefan einziehen und ich würde mich dann in den Spielebereich hinten, den ich ja ein, zwei Mal im Monat benutze, wenn überhaupt, verziehen und mich dort niederlassen. Es ist noch nicht ganz spruchreif. Wir haben gestern, wie gesagt, ein bisschen gequatscht, uns ausgetauscht, wie unsere jeweilige Situation momentan ist. Und ja, jetzt schauen wir mal. Also ich werde die Tage noch ein bisschen mit ihm schreiben. Wir haben jetzt den 22.02. Man könnte es theoretisch schon zum März beginnen. Der Vorteil ist, dass ich nicht so viel rumräumen müsste, als wenn ich den Raum hier für Airbnb reinstellen würde. Der Nachteil ist natürlich, dass die Privatsphäre dann irgendwo anders endet und nicht an der Wohnungstür. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Wenn ich jetzt mal zusammenrechne, ich bin 39 Jahre. Allein gewohnt habe ich 9 und dann jetzt nochmal 7, 16 Jahre meines Lebens und 23 Jahre habe ich mit anderen Menschen zusammen gewohnt. Also ich kenne beide Seiten und weiß auch, dass es bei beiden Seiten Vor- und Nachteile gibt. Und die Frage ist nun, traut man sich das zu, zusammenzuleben, miteinander auszukommen oder nicht? Und ja, also vom Gefühl her würde ich sagen, ja, Erfahrungen kann ich erst damit sammeln, wenn es dann soweit ist, ja. Wir gucken mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und ansonsten gibt es irgendwas zu erzählen. Am Samstag bin ich bei einem Umzug helfen und abends auf einer Einweihungsparty. Das heißt, Samstag werde ich auf keinen Fall irgendwie in irgendeiner Form online sein. Außer vielleicht Facebook und WhatsApp. Und am Sonntag habe ich von 15 Uhr an ein Treffen mit einem sehr, 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 sehr alten Freund, der in Berlin ist, und wir werden was essen gehen und denke mal, den Nachmittag über werde ich dann auch nicht da sein. Das heißt, das kommende Wochenende jetzt wird ein bisschen Sparflamme sein, was meine Online-Aktivität bei Twitch zumindest angeht. Und heute streamen und morgen denke ich mal, werde ich auch streamen. Es ist ja ein neuer Teil von Little Nightmares im Anmarsch. Habe ich jetzt die Tage immer wieder auf Facebook gesehen, am 23. kommt es raus und das werde ich mir dann morgen entsprechend runterladen
Und dann, wenn ihr mögt, mit euch zusammenspielen. Auch irgendwann so gegen 20 Uhr, schätze ich mal. Ja, das ist es eigentlich erstmal von meiner Seite. Wir sind jetzt bei 5 Minuten. Ordentlich. Ich werde jetzt nochmal durch die Haare wühlen, gucken, dass alles soweit in Ordnung ist. Ein Höschen anziehen. Und dann geht es auch schon langsam los zur Arbeit. Ja. Dann kommt gut durch den Tag. Habt einen schönen Donnerstag. Wir sehen uns eventuell heute Abend. Und falls nicht, dann beim nächsten täglichen Blog, Vlog, Video, wie auch immer, wie ihr das nennen mögt. Also, bis dann. Tschüss.